Das Landschaftsbild Oberbayerns wird geprägt durch die schmucken und stattlichen Höfe des Voralpenlandes. Eine Bilderbuchlandschaft, deren kultureller Reichtum viele Besucher nach Bayern lockt. Auch der gebürtige Thüringer Rudolf Schmidt fand an dem Idyll Gefallen und verlegte vor 30 Jahren seinen Wohnsitz nach Strasslach, nahe München. Hier bezog der Falkner die Wohnung in einem alten Bauernhof. Er fand ideale Voraussetzungen für seine Jagdhelfer vor. Auslauf und die Möglichkeit, den Frettchenstall im Freien zu platzieren. Der Käfig des Rothabichts ist gleich angeschlossen, da so die Tiere in ständigem Sichtkontakt sind. Für die Beizjagd mit Frettchen ist die Gewöhnung aneinander überlebenswichtig. Auch Zythus, der noch junge kleine Münsterländer, wird ständig mit einbezogen, um ihn an die Marderartigen zu gewöhnen. Da ist der Max. Schau, der will weglaufen. Rudolf Schmidt hat bei der Planung des Frettchenstalls auf eine Freilaufanlage verzichtet, da er nahezu täglich mit seinen Jagdhelfern spazieren geht. Um die Iltis-Verwandten zu transportieren, hat er eigens für die Frettchen tragbare Kisten gebaut. Diese sind mit Luftlöchern versehen, mit genügend Stroh ausgelegt und mit einer Trennwand in der Mitte ausgestattet. Auf diese Weise können Konflikte auf engstem Raume vermieden werden. Zythus hat bei dem heutigen Spaziergang eine Fuchsspur entdeckt und spürt sie vorbildlich aus. Rudolf Schmidt lässt seine wildfarbenen Frettchen laufen. Im Gegensatz zu den oft eingesetzten Albinos heben sich diese Tiere deutlich vom Schnee ab. Komm, Fibus. Komm her. Seefall, komm her. Maxel, komm. Als Frettchenhalter sollte man täglich Kontakt haben mit seinen Frettchen. Das fördert das Verständnis untereinander. Die Frettchen gewöhnen sich an den Frettchenhalter und man soll sie streicheln, damit der Geruch wahrgenommen wird und vor allen Dingen auch die Stimme. Sie lassen sich dann besser aus dem Bau rufen. Und wichtig ist noch das Training, das tägliche Training, dass man mit den Frettchen spazieren geht, sodass sie widerstandsfähiger werden und auch die Muskulatur aufgebaut wird. Denn im Bau wird Schwerstarbeit von den Frettchen verlangt. Wenn auch etwas irritiert, geht der noch junge Jagdhund weitgehend gelassen mit den kleinen Quälgeistern um. Seine Abrichtung ist so weit gediehen, dass er die Tiere gewähren lässt. Auf spielerische Art und Weise hat Rudolf Schmidt seinem Jagdhund beigebracht, die Marderartigen zu schonen. Selbst bei groben Attacken der Frettchen folgt Zythus nicht seinem Instinkt. Aus! So, jetzt machen wir Schluss. Jetzt fängt sie dem das Beißen an. Frettchen sind Räuber wie ihre wilden Verwandten, die Iltisse. Und diese ernähren sich von Kleingetier wie Fröschen, Mäusen oder Bodenbrütern. Den alten Glauben der Jäger, sie könnten das Reißen der Kaninchen durch die Gabe von fleischlosem Futter verhindern, tut Rudolf Schmidt als Irrglauben ab. Vielmehr führt dies zu Mangelerscheinungen, da die Frettchen als Karnivoren auf tierisches Eiweiß angewiesen sind. Schmidt gibt seinen Tieren Kaninchenfleisch, Geflügelklein im rohen oder gekochten Zustand, gelegentlich Katzenfutter und Ei. Ich habe hier eine Taube, das ist eine Taube vom Züchter, die ich zerlege. Davon kriegt ein Teil das Frettchen und den anderen Teil, diese zwei Hälften, werden an den Habicht verfüttert. Herz, Lunge und Leber und den Hals, das bekommt das Frettchen.
Das sind die Abfälle, das sind die Gedärme und der Kopf und die Füße. Die sind nicht verwertbar. Es sei denn, man wirft es auf den Ruderplatz. Von der Taube nehme ich immer noch die Lunge weg und die Speise, den Schlund, weil da Krankheitserreger drin sein können. Das Maß der Futtergabe ist das A und O für die folgende Jagd. Das genügt den Frettchen, wenn sie heute jagen müssen. Die können keinen vollen Magen haben, dann ist mit dem Jagen vorbei. Dann besteht die Möglichkeit, dass sie im Bau sich hinlegen und schlafen. Und es kann dann Stunden dauern, bis sie sich bequemen, wieder rauszukommen. Bei der Futtergabe sind besonders gut die spitzen Fangzähne der Frettchen zu erkennen. Diese setzen sie bei ihren unterirdischen Kämpfen zum Festbeißen an den Kaninchen ein. Frettchen sollten in jedem Fall im Freien gehalten werden, weil sie dadurch abgehärteter werden und auch widerstandsfähiger gegen Krankheiten. Die Maße von diesem Frettchenstall sind, ich gebe da die lichten Maße an, 135 cm Länge. In der Tiefe sind es 65 cm und in der Höhe, die mittlere Höhe ist 1,23 Meter. Es genügt aber in der Höhe auch 1 Meter. Die Inneneinrichtung vom Frettchenstall besteht aus der kleinen Toilette, dem Wasserbecken, das fest eingebaut werden muss, sonst wird es von den Frettchen hin und her gezogen. Der kleinen Kletterhilfe hier und diesem waagerechten Brett. Wir haben dann hier noch zwei Schlafkästchen. Zwei aus dem Grund, die Frettchen schwitzen und im Winter schlägt sich das Kondenswasser am Deckel nieder. Wenn jetzt ein Kästchen feucht ist, wechseln die Frettchen in den nächsten Kasten. Und so geht es immer hin und her. Sie beziehen immer den trockenen Kasten. Das Sichtfenster zum Habicht habe ich deswegen eingebaut. Beide Frettchen sollen den Habicht sehen und der Habicht soll das Frettchen sehen und so sollen sie sich aneinander gewöhnen. Das ist besonders wichtig bei jungen Habichten, die die Frettchen noch nicht kennen. Der junge Habicht ist nicht in Form und wird bei der heutigen Jagd nicht zum Zuge kommen. Rudolf Schmidt ist mit Hans-Jürgen Machetans, einem Mitarbeiter des Bundesforstamtes Stockdorf, und einem weiteren Jagdfreund verabredet. Wo ist der Fütter? Alles okay? Alles okay. Alles klar, gut. Dann kommen wir. So, also. Machen wir. Sie jagen auf einem militärischen Übungsgelände bei Garching im Norden Münchens. Hier sind sie weitgehend ungestört. Herr Machetans, ich würde gerne mal hier diesen einen Bau anschauen, ob der befahren ist. Und dann können wir gleich hier anfangen, wenn es Ihnen recht ist. Kommt doch bitte mal hin. Kommt, Fidus. Im Gegensatz zu Straßlach, das im Süden Münchens liegt, ist das Landschaftsbild im Norden der Stadt eher flach. Diese Ebene entstand Ende der letzten Eiszeit, als die Gletscher Schotter und Geröll vor sich herschoben. Die Wassermassen der Eisgiganten schufen das karge und sandige Gebiet. Heute bildet diese Landschaft einen idealen Lebensraum für Kaninchen, die hier zuhauf ihre Baue angelegt haben. Rudolf Schmidt hat einen Bau ausgemacht und nähert sich behutsam. Zytos, der kleine Münsterländer, soll die Vorarbeit leisten und anzeigen, ob der Bau befahren ist. Sein freudiges Wedeln bestätigt die Hoffnung der Jäger. Wie viele Röhren haben wir da?
Drei. Und die Fluchtröhre. Hm. Die müssten wir uns vielleicht noch suchen. Die sehen wir schon, wenn es springen wird. Und die Fluchtrichtung, ich nehme an, dass die Fluchtrichtung nach Osten geht und zu den Bauen, die im Westen liegen. So, dann probieren wir unser Glück. Ich wünsche euch Weidmanns Heil. Die Jäger bringen sich in Position und laden ihre Flinten. Nach dem Einschliefen der Frettchen steigt die Spannung. Jeden Moment kann ein Kaninchen springen. Der Fingerzeig deutet den anderen das erste Kaninchen an. Flink müssen die Jäger jetzt sein. Reflexartiges Flintenschießen ist bei dieser Jagd außerordentlich wichtig. Nach dem Schuss drückt Rudolf Schmidt als erste Maßnahme dem Kanin die Blase aus. Komplett versorgen wird er den Laputz gegen Ende des Tages. Unweit von den kreuzenden Militärfahrzeugen ziehen die Jäger zu einer Kieferngruppe. Diese absonderliche Kulisse stört die Jäger weniger bei ihrer Jagdausübung. Wieder lässt Rudolf Schmidt seine Frettchen einschliefen. Wieder warten die Jäger gebannt. Blitzschnell tritt ein Kaninchen die Flucht an. Vorbei. Kaninchenjagd heißt reflexartiges Schießen. Nicht in jedem Fall gelingt das. Schon erscheint das Frettchen, ein meist eindeutiges Zeichen für einen leeren Bau. Weiter. Wieder wird das Frettchen auf unterirdischen Beutegang geschickt. Im Gegensatz zu der vorherigen Situation verlässt das Kanin viel zu langsam den Bau. Der Schuss trifft. Gleich werden die Jäger sein sonderbares Verhalten deuten können. Flöhe. Er steht kurz vor der Myxomatose. Ja. Ja, wenn die Flöhe erst so massiv drauf sind, dann kann man bald damit rechnen, dass sie Myxomatose haben. Ja. Äußerlich hat er noch nicht viel Anzeichen. Selbst wenn die Erkrankung noch nicht an den geschwollenen und eitrigen Lichtern zu erkennen ist, signalisiert ein starker Flohbefall die mangelnden Abwehrkräfte dieses Tieres. Neben der Freude, die die Jäger an der Jagd haben, werden durch den Abschuss Krankheiten wie die Myxomatose eingedämmt. Durch Kaninchenjagd wird auch die Vegetation bedingt geschützt. Kommen immer nur von oben dran, die Kaninchen. Ne? Und dann von unten bieten wir ihnen noch ein bisschen was an. Da ist die Rinde noch dran. Ja, wir befinden uns hier auf dem Standort Übungsplatz Freudmeininger Heide der Bundeswehr. Der hat die vorrangige Zweckbestimmung, der Bundeswehr Übungsmöglichkeiten zu bieten. Unsere Aufgabe als Bundesforstamt ist es, den Wald auf dieser Liegenschaft und waldähnliche Strukturen, wie wir sie hier überall in der Landschaft sehen können, zu betreuen. Das heißt einerseits dafür zu sorgen, dass der Wald in seiner Substanz erhalten bleibt und dort, wo er geschädigt wird, wo er abgängig ist, auch mal nachzupflanzen, neue Kulturen anzulegen. Und dann kommen wir an den Punkt, wo wir auch die Kaninchen dezimieren müssen, denn in den Kulturen machen die, wenn sie zu stark auftreten, erhebliche Schäden. Die gilt es natürlich zu minimieren. Die Investitionen, die wollen wir nicht umsonst in die Landschaft stellen. Und das können wir nicht vom Forstamt aus alleine machen. Wir sind zu wenig Leute. Deswegen bedienen wir uns gerne der Hilfe von Männern wie Herrn Schmidt mit seinen Frettchen. Und sie helfen uns tatkräftig bei der Bejagung der Kaninchen. Zugleich haben sie damit auch ein bisschen Gelegenheit, als revierlose Jäger sich bei uns jagdlich zu betätigen. Die heutige Ausbeute ist gering, da durch die Viruskrankheiten Myxomatose und Chinaseuche die Besetze stark zurückgegangen sind. Die Jäger lassen sich nicht beirren und versuchen ihr Glück weiter. Die Konzentration liegt auf einem der Bauausgänge.
Ist der Bau befahren? Selbst wenn ein Kanin gesprungen ist, können noch weitere Laputze stecken und der Jäger lädt erneut. Nach dieser Aktion beschließen die Jäger, den Jagdtag zu beenden. Das letzte Kaninchen wird versorgt und die Jäger wollen eigentlich zu ihren Autos zurückkehren. Doch wie so oft bei dieser Art zu jagen, haben sie die Rechnung ohne ihre Jagdhelfer gemacht. Wir haben jetzt ein Problem, das Frettchen kommt nicht mehr raus. Und wir nehmen an, dass das Frettchen ein Kaninchen gerissen hat. Das hat, wird seiner Schlagader gebissen haben und steckt jetzt fest. Jetzt gibt es folgende Möglichkeit. Wir können noch ein bisschen warten und versuchen dann mit dem toten Kanickel, das wir in den Bau stecken, das Frettchen wieder zu bekommen. Das werde ich Ihnen dann gleich zeigen. Ja. So. Nein. So, haben wir uns schon. Das ging verhältnismäßig schnell, sonst dauert es oft eine Stunde und anderthalb Stunden. So, sehen Sie, das ist der typische Biss, den das Frettchen beim Kaninchen anbringt. Halsschlagader durchbeißen und abwürgen. Die Jäger haben Glück gehabt. Sind die vierbeinigen Jagdhelfer unterirdisch erfolgreich, ruhen sie sich gerne an Ort und Stelle aus. Nachdem alle Beteiligten wieder beieinander sind, geht man zufrieden nach Hause.